Hallo Edelmetallfreunde, Freunde der Wahrheit. Es ist Freitag, zwar einen Tag vor Silvester, aber eben auch Freitag und damit gibt es noch ein paar Top-News für Sie. Worum geht es heute? Die Energiewende scheitert, Hans-Werner Sinn bestätigt es, dann die Rentenkasse hat wundersamerweise einen Überschuss zu verbuchen, dann scheint die CIA ihre Finger im Spiel zu haben bei einigen Anschlägen oder Explosionen in Russland und am Ende habe ich noch ganz kurz etwas für Sie zur Wettermanipulation. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, den Morgenreport können Sie noch bis morgen Mitternacht zum Sonderpreis abschließen. Zu 10.19 heute nur ganz kurz, und zwar dieser Linkhinweis. Politik reagiert nicht auf verunreinigten Impfstoff. Die Energiewende scheitert. Hans-Werner Sinn sieht das so wie jeder im Prinzip klar denkende Mensch. Die grüne Energiewende in Deutschland ist laut dem ehemaligen Präsidenten des Münchner ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, Hans-Werner Sinn, ein Scherbenhaufen, da Wind- und Solarenergie allein nicht ausreicht. Sinn betont, dass grüner Strom zwingend regelbare Kraftwerke braucht, also Kohle-, Atom- oder Gaskraftwerke. Da Deutschland aus Kohle- und Atomstrom ausgestiegen ist, bleibt Gas die einzige Option. Doch ohne den russischen Gasimport fehlt Deutschland diese Energiequelle, wodurch die Energiewende nicht mehr funktionieren kann. Die grüne Politik wird den Bedarf an herkömmlicher Energiegewinnung sogar erhöhen müssen, da der Stromverbrauch sich vervier- oder gar verfünffachen wird, wenn die chemische Industrie auf Gas verzichtet, Autofahrer nur noch Elektroautos fahren und Häuser elektrisch geheizt werden. Dies bedeutet, dass 4 bis 5-mal so viel konventionelle Kraftwerkskapazität benötigt wird. Die grüne Bewegung wird zu Wunschdenken, da sie dieses sehr, sehr peinliche Thema gerne ausblendet. Laut Professor Sinn braucht Deutschland innerhalb der nächsten 10 Jahre eine andere Energiepolitik, um wirtschaftlich zu überleben. Dazu gehören neue Gaspipelines nach Norwegen, Großbritannien, Algerien und Israel, mehr Gasspeicher und eine nationale Sicherheitsreserve, Flüssiggas aus Übersee, Fracking in Deutschland sowie die Aufhebung der Kohle- und Atomverbote. Hier noch eine Meldung von Blackout News. Da werden die Leute erst in Elektroautos gelockt und nun droht man schon, den Ladestrom zu reduzieren. Bundesnetzagentur plant Drosselung des Strombezugs für Elektroautos und Wärmepumpen. Schon vor fast 2 Jahren musste der damalige Bundeswirtschaftsminister Altmaier Pläne seiner Beamten zurückziehen, die vorsahen, den Strom für private Elektroautoladestationen und Wärmepumpen zu drosseln, wenn das Stromnetz zu überlasten droht. Spitzenglättung nannte Altmaier damals den geplanten Fernzugriff auf private Haushalte. Das damals geplante Gesetz trat allerdings nicht in Kraft. Jetzt ist das Thema Spitzenglättung wieder da. Das Thema ist heikel und deshalb hat der Nachfolger von Altmaier, Robert Habeck, Grüne, das Problem geschickt an die Bundesnetzagentur delegiert. Die Bundesnetzagentur hat dazu bereits einige Eckpunkte veröffentlicht und ein Konsultationsverfahren begonnen. Die Pläne der Bundesnetzagentur sind relativ konkret und sehen vor, dass Netzbetreiber die Energiezufuhr für Wärmepumpen und private E-Auto-Ladestationen auf 3,7 kW reduzieren können. Obwohl niemand komplett von der Stromversorgung abgeklemmt wird, könnte das Laden des eigenen Elektroautos deutlich länger dauern. Laut Bundesnetzagentur würde es dann 3 Stunden dauern, um 50 Kilometer Reichweite nachzuladen. Die Bundesnetzagentur hat erklärt, dass die geplanten Maßnahmen notwendig sind, um sicherzustellen, dass es nicht zu Stromausfällen aufgrund von Überlastungen in den Verteilnetzen kommt. Ein Blick nach New York, wo man auch die Realität kostspielig ausblendet. Die Stadt New York hat ihre brillante Idee für elektrische Müllwagen aufgegeben, nachdem sie herausgefunden hat, dass die Fahrzeuge einfach nicht stark genug sind, um Schnee zu räumen. Die derzeitigen Lastwagen der Stadt fahren mit Diesel und können im Winter mit Pflügen ausgestattet werden. Trotz dieser Unzulänglichkeiten hat das Städtische Amt für Abfallwirtschaft bereits 7 elektrische Hecklader-Müllwagen bestellt, die von MAC speziell angefertigt wurden, heißt es in einem Bericht. Diese Fahrzeuge kosten erstaunliche 523.000 Dollar pro Stück und sollen in diesem Frühjahr geliefert werden. Die für die Müllabfuhr zuständige Kommissarin Jessica Tisch sagte Anfang des Monats vor dem Stadtrat von New York: Wir haben festgestellt, dass sie den Schnee nicht effektiv räumen konnten. Sie waren im Grunde nach 4 Stunden erschöpft. Wir brauchen sie für eine Laufzeit von 12 Stunden. Angesichts des aktuellen Standes der Technik sehe ich heute keinen Weg, den Heckladeanteil der Flotte bis 2040 vollständig zu elektrifizieren. An dieser Stelle danke unserem heutigen Videosponsor Fission 3.0. Einige von Ihnen kennen die Firma vielleicht. Und zwar gab es da am 22. November eine sensationelle Meldung. Da wurde Uran mit einem Gehalt gefunden, der das Messgerät sogar überrumpelte. Am 22. Dezember dann eine Meldung, die das bestätigte, und zwar 15 Meter mit 6,97% U3O8. Darin sogar ein extremes Intervall von einem Meter mit 59% U3O8. Also vielleicht mal ansehen.
Kommen wir nach Russland. Hat die CIA ihre Hände im Spiel? Der investigative US-Journalist Jack Murphy erhielt Informationen aus der amerikanischen Geheimdienstgemeinschaft, wonach der Auslandsgeheimdienst CIA auf Daten und Informationen eines europäischen NATO-Alliierten zurückgreift, um damit Sabotageakte in Russland anzuleiten. So schreibt er. Die seit Jahren geplante Kampagne ist nach Angaben von drei ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeitern, zwei ehemaligen US-Militärs und einer Person, die über die Kampagne informiert wurde, für viele der unerklärlichen Explosionen und anderen Pannen verantwortlich, die den russischen militärisch-industriellen Komplex seit Russlands groß angelegtem Einmarsch in die Ukraine im Februar heimgesucht haben. Details über die ausgesuchten Ziele gibt es zwar keine, doch es ist sehr wahrscheinlich, dass beispielsweise die Explosion auf der Krimbrücke bei Treibstofflagern und auch Kraftwerken auf solche Sabotageakte zurückzuführen sind. Und wenn man bedenkt, dass insbesondere der britische Auslandsgeheimdienst MI6 in Russland sehr aktiv ist, darf man eine Involvierung London hierbei durchaus vermuten. Dann scheint es auch Drohungen gegen den russischen Präsidenten Putin zu geben. Äußerungen von anonymen Pentagon-Beamten über einen Enthauptungsschlag gegen den Kreml kämen im Grunde einer Drohung gleich, die auf die physische Beseitigung des russischen Präsidenten abzielte, erklärte Außenminister Lavrov in einem Interview mit TASS. Derjenige, der von allen anderen am weitesten gegangen ist, sitzt in Washington. Es gibt einige anonyme Beamte aus dem Pentagon, die tatsächlich Drohungen ausgesprochen haben, einen Enthauptungsschlag gegen den Kreml auszuführen. Was in Wirklichkeit eine Morddrohung gegen den russischen Präsidenten ist, stellte Lavrov klar. Wenn jemand wirklich solche Ideen hat, dann sollte dieser jemand lange und gründlich über die möglichen Folgen solcher Pläne nachdenken, warnte der Außenminister. Nun zur Rentenkasse. Wundersamerweise weist sie plötzlich Überschüsse aus. Höhere Sterblichkeit verhilft Rentenversicherung zum Milliardenüberschuss. Die gesetzliche Rentenversicherung erwartet zum Jahresende einen Überschuss von 2,1 Milliarden Euro. Das sagte die Präsidentin der Rentenversicherung Rosbach der Deutschen Presseagentur in Berlin. Vor einem Jahr war noch ein Defizit von 6,5 Milliarden Euro vorhergesagt worden. Doch trotz mehrfacher Krisen sei der Arbeitsmarkt in Deutschland stabil. Dementsprechend haben wir eine gute Einnahmelage, sagte Rosbach. Wir erleben einen Anstieg bei den Pflichtbeiträgen von Januar bis November um 5,5% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das stimme sehr positiv. Die Ausgaben waren etwas geringer als noch vor einem Jahr geschätzt, sagte Rosbach weiter. Report 24 zum gleichen Thema. Doch man konnte die wahren Hintergründe nicht vollständig verschleiern. Tatsächlich habe die höhere Sterblichkeit zu viel weniger Ausgaben geführt. Und zwar war die Sterblichkeit höher als vor einem Jahr geschätzt, also 2021. Für Rosbach ist klar, die Pandemie sei schuld. Dass die Übersterblichkeit 2022 mit der Pandemie bestenfalls indirekt zu tun hat, blendet der öffentlich-rechtliche Rundfunk geflissentlich aus. Faktenchecker müssen jetzt teilweise falsch oder fehlender Kontext vergeben. Das wird aber nicht passieren. Menschenverachtende deutsche Politiker wie Hubertus Heil von der SPD, aber auch Arbeitgeberpräsident Dulger pochen dennoch auf die Anhebung des Rentenalters. Letztes Thema: Geoengineering. Ein Start-up-Unternehmen, also ein neues Unternehmen, lässt Wetterballons steigen, die reflektierende Schwefelpartikel in die Erdatmosphäre einbringen, mit dem erklärten Ziel, den Klimawandel durch solares Geoengineering zu bekämpfen, wobei die negativen Folgen solcher Maßnahmen außer Acht gelassen werden. Können Sie dort weiterlesen, ist ganz interessant. Da sind wir aber froh, dass bisher noch kein Geoengineering praktiziert wurde. Wo wir gerade Weihnachten hatten, denke ich, passt das heutige Zitat besonders gut. Das wäre es gewesen für diese Woche und für dieses Jahr. Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr und natürlich alles Gute im neuen Jahr und machen wir das Beste daraus. Ich denke, es wird ein gutes Jahr für die Edelmetalle werden und bei allem anderen. Wir streiten weiter für die Wahrheit. Bis nächstes Jahr. Tschüss.